Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Bus. Heute sind wir mal auf der Map, auf der Mod-Map unterwegs, die für The Bus rauskam. Das Ganze ist in der Beta-Phase, deswegen, das ist nur eine ganz kurze Strecke, die eigentlich nur die 10 Minuten geht. Wir fahren mit dem Mercedes-Benz E-Zitaro tatsächlich als Solo-Version. Würde ich sagen, schwingen wir uns auch schon mal rein, damit wir nicht so viel Zeit verplappern. Ja, haben auch mittlerweile mal ein kleines Modding-Tool hier, können wir uns ein bisschen was reinstellen. Kaffeebecher, hier ein Textmarker. Und ja, alles so weiteres Zeug, ne? Gehen wir schnell alles ein. Haben wir den Pin 7015, ist der Pin. Dann Linie 1 mit Kurs 3 startet das Ganze. Genau. Erste Haltestelle ist dann im Prinzip Gedenkstätte, sehe ich gerade. Ich lasse einfach mal unten die Karte an, damit wir mal gucken können. Wir fahren hier von diesem Abstellplatz los. Soll der Betrieb so viel darstellen. Alles klein und fein. Genau. Wir fahren jetzt nämlich hier links runter zum Bahnhof, nenne ich es jetzt einfach mal. Der ist da vorne. Da rechts kam er, Entschuldigung. Ja, also die Karte an sich ist echt cool gemacht, muss man sagen. Ja, ist noch was anderes, mal ein bisschen enger gebaut. Ein paar Unebenheiten in der Straße, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, genau. So, hinten lädt erstmal kurz alles ein bisschen nach. Ja, wie gesagt, das Ganze ist in der Beta-Phase, also deswegen nicht beurteilen, wenn es noch gewisse Bugs und Fehler gibt. Genau. So, hier halten wir uns kurz mal. Hier müssen wir sogar halten. Weil jetzt ab hier gleich die nächste Route losgeht, wir fahren nämlich die Gasse jetzt hier rein und fahren dann von dem einen Steck hier los. So, hier passen wir natürlich auch auf den Verkehr. So, düsen wir schnell hier rein. Haben wir diese kleine Einbahnstraße. Mal kurz darauf achten, das sei also selbst mit dem Gelenkbus kommt mir durch tatsächlich. Das passt schon irgendwie. Ja, müssen wir ein bisschen leicht den Gehweg mitnehmen, aber mein Gott. Gehört dazu. So, jetzt fahren wir nämlich im Prinzip bis nach links. Wieder jetzt auf diesen Bahnhof hier rein, ja, es ist tatsächlich ein Bahnhof, wie wir gerade da sehen. Da fahren wir jetzt nämlich hier von dieser Seite hier nämlich rein. Auch hier nicht so weit ausholen. Damit das Ganze natürlich auch passt. So, da wir es erreicht haben, bestätigen wir das Ganze mal kurz hier. Ja, so, wir fahren jetzt schon mal los, trotz dass wir jetzt hier Verfrühung haben, das ist mir gerade relativ eigentlich. Es ist halt wie gesagt ein Video, oder Let's Play. So, kann man mal schnell los, weil ich habe tatsächlich nicht ganz so viel Zeit hier heute. Ja, genau. Ja, Ansagen haben wir natürlich auch sehr cool. Hier ein kleiner Tipp, wenn ihr die Doppeldecker fahrt, wenn ihr auf dieser Seite fahrt, bitte hier rechts, und wenn ihr in die andere Richtung fahrt, also zurück, fahrt auf der linken Fahrspur, weil sonst bleibt ihr oben. Mit dem Obergeschoss, sage ich mal, bleibt er dann oben hängen oder stecken, wie auch immer. Und das wäre nicht so geil, ne? So, da haben wir unsere ersten Fahrgäste, die einsteigen. Hi. So, gib ihm.
Und jetzt fahren wir nämlich hier auf die schöne Hauptstraße. Also wie gesagt, ich kann nur Positives eigentlich gerade sagen, weil also die Karte gefällt mir schon sehr gut. Also die Performance-mäßig ist das natürlich alles echt cool gemacht, muss man sagen. Ja, auch mal hier nicht alles immer so breit, sondern mal hier schön eng gebaut. Also das ist schon echt geil. Und ich denke mal, es ist auch dann, wenn später der Multiplayer mal rauskommen sollte. Sehr cool. Nächste Haltestelle, André Pika-Straße. Multiplayer-Map. Danke. Ja. Wo wäre ich denn mehr raus? Ich würde sagen, wir machen noch schnell einen Fun Day hier. Aber scheinbar hier sind. Aber ich würde tatsächlich kurz mal schnell rausgehen. Entschuldigt mich das. Das schaut doch ganz gut aus, denke ich mal. So, weiter geht's. Ja, wir fahren wie gesagt den EC-Tower, wie ich ja schon gesagt habe, auch eigentlich mittlerweile gefällt mir der Bus doch sehr gut, obwohl ich nicht so der Fan bin von diesen E-Fahrzeugen, aber ich denke mal in Zukunft wird sich da auch noch alles ein bisschen ändern, dass auch das Dieselfahrzeug noch kommt. Oder Mods. Ja, da macht Spaß zu fahren, auf jeden Fall, keine Frage. Ja. VDL soll auch in Zukunft kommen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Nächste Haltestelle, Straße der Einheit. Da freue ich mich schon sehr drauf. Genau. Ja, falls ihr fahrt, ich fahre mit Controller. Sehen wir, der Bremse ist manchmal sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. So, da wollen auch die ersten hier mit. Hallo. Da. Ticketverkauf haben wir ausgemacht, hab ich jetzt nicht so Bock drauf. Auch wenn wir nur hier dieses eine Ticket da haben. Ja, genau. Wollen wir auch schon die Grünphase hier mit. Straße der Nationen. Vorne zu einer Wohnsiedlung lang, auch sehr schön gebaut hier auf jeden Fall, gefällt mir auch sehr sehr gut. Auch gleich die Wendeschleife oder Pausenplatz ist auch echt cool gebaut, ey, muss man sagen. Also echt großes Lob an den Entwickler, der das hier und die das gebaut haben. Also Respekt auf jeden Fall, ich finde es sehr schick geworden. Genau, für die, die es nicht wissen, hier ist nämlich die letzte Haltestelle, wo eigentlich theoretisch alle aussteigen. Dann fährt man links rum zum Pausenplatz. Genau. Da kommt nämlich das Fenster hier. Fahren wir jetzt nämlich links rum. Hier aufpassen, weil das ist alles teilweise relativ eng. Er kann schon mal knapp werden. Ja, auch alles vertreten, der Flixbus, die können wir auch schön, die Setras. Ja, auch hier sehen wir, da geht es dann bestimmt später wahrscheinlich geradeaus weiter. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, was die hier gebaut haben, ne? Oh, derjenige, ich weiß es ja nicht. Genau. Runterladen könnt ihr euch das natürlich alles in Steam Workshop, ist klar. Und, ja. Würde ich sagen, war es auch schon wieder von einem kurzen Let's Play. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da, ein Abo, wer noch nicht hat. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.